Abfahren. Diese Art von Sportlichkeit ist im Dienst am Zuge wirklich nicht notwendig und schon gar nicht im Winter. Aber ach was, denken viele, mir passiert nichts. Fertig. Es ist leider nicht zu ändern, dass im Winter die Wagentrittbretter vom Eis glatt sind. Und auch die Sohlen der Schuhe sind glatt. Glatt auf glatt aber bedeutet Gefahr, ja Lebensgefahr. Recht so. Zwar nicht so schneidig, aber sicherer. Also, was soll's? Wie oft macht er das in einer Schicht? Wie oft hält er sich, wie es die Vorschrift verlangt, am Kupplergriff fest? Niemals. Wie oft in einer Schicht kommt er also in diese Gefahr? Auf. Wenn dieser Griff nach dem Kupplergriff in Fleisch und Blut übergegangen ist, wenn er ganz unbewusst getan wird, dann ist dieser Griff ein zuverlässiger Helfer gegen die Gefahr. Das gehört zur täglichen Arbeit der Rangierer. Aufsteigen, mitfahren und abspringen. Wenn es Winter ist und schneit, dann sind die Wagen von ihrer Reise mit Eis und Schnee bedeckt und die Rangierertritte kein sicherer Platz. Also festhalten, noch mehr festhalten als bei offenem Wetter. Was wäre ihm passiert, wenn er sich nur mit einer Hand festgehalten hätte? Viele Unfälle treten im Winter durch vereiste Lokaufstiege ein. Das passiert meistens so. Scheint wirklich glatt zu sein. Ihm kommen selbst Bedenken. Trotzdem versucht er eine Artistennummer. Wie steigt man auf eine Lok? Man muss sich wirklich fragen, ob es nicht selbstverständlich ist. Doch die vielen Unfälle beim Besteigen der Lok sprechen dagegen. Also noch einmal, immer beide Hände an die Handstangen. Streut denn hier niemand? Man bricht sich Hals und Beine. Kann man nicht alles selber tun. Wie schön, wenn jeder zupackt und Unfallgefahren beseitigt. Für sich und andere. Überhaupt, glatter Boden, Glatteis, dort, wo wir uns während der Arbeit ständig bewegen. Warum sind wir eigentlich so sparsam mit dem Sand? Also, was ist billiger? Eine Schaufel Sand oder ein beschädigtes Gut oder gar ein Loch im Kopf?